Hallo, ihr seid bei Vanessas Vlog. Ich bin Vanessa und ja, es ist endlich Sommer. Juhu, meine Lieblingsjahreszeit. Ich freue mich, es ist warm, man muss sich nicht mehr so dick einpacken. Man kann im Garten sitzen und lecker grillen und ach, das ist einfach herrlich. Ich liebe es. Ja, und aus diesem Grunde werde ich mich in den nächsten Videos intensiv mit dem Thema Sommerkleidung für Babys und kleine Kinder beschäftigen. Denn unsere kleine Ella braucht noch so das ein oder andere Teil in ihrem Kleiderschrank und ja, da zeige ich euch, was ich da mache und wie ich das mache. Und ich möchte heute anfangen mit so einem kleinen Röckchen hier. Diejenigen unter euch, die für Jungs nähen, mögen es mir verzeihen. Für euch kommt demnächst auch wieder was. Also heute ein Röckchen für die kleinen Mädchen. Und ja, das ist ein Schnittmuster von mir, das ich euch selbstverständlich kostenlos zur Verfügung stelle. Link ist unten in der Infobox. Und das ist ein Schnitt, den kann man mit verschiedenen Stoffen nähen. Also das hier ist ein Modell mit Jersey. Ich werde den Rock, den ich heute im Video nähe, mit Baumwollstoff nähen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten für euch. Und ja, auf geht's! So, starten wir erstmal mit dem Material. Also wie gesagt, mein Röckchen heute wird aus Baumwollstoff geschnitten. Das habe ich hier. Das Schnittmuster sieht so aus. Und das habe ich zweimal im Stoffbruch zugeschnitten. Also einmal vordere Seite und hintere Seite vom Rock quasi. Und dann habe ich mir hier schon mal vorbereitet. Ich habe an der unteren Seite 1 cm markiert mit so kleinen Strichen. Auf der linken Seite, weil ich hier später einen kleinen Saum machen will. Dafür habe ich mir das schon mal angezeichnet. Also zweimal Röckchen im Stoffbruch. Dann habe ich mir ein Bündchen zugeschnitten. Und da müsst ihr individuell schauen. Ich habe bei meiner Tochter den Bauchumfang gemessen. So ungefähr auf Nabelhöhe, wo das Bündchen sitzen soll. Bei meiner Tochter sind es 46 cm. Und für das Bündchen nimmt man immer so 70% der Länge des Umfangs. Also 46 cm, 70% davon sind ungefähr 32. Muss jetzt nicht auf einen Millimeter genau sein. Also das habe ich zugeschnitten. Das würde ich euch auch empfehlen, das bei euren Kindern eben zu messen. Weil das kann wirklich ganz unterschiedlich sein. Bei dem Röckchen ist das relativ egal. Also mit diesem Schnittmuster könnt ihr sowohl eine Größe 74 als auch eine Größe 80, die ich jetzt habe, als auch eine Größe 86 hinkriegen. Der Rock ist dann halt oben unterschiedlich stark gerafft. Aber ansonsten passt der verschiedenen Größen. So, Rock, Bündchen. Und für das heutige Modell möchte ich halt unten einen kleinen Saum machen und dann hier so eine Spitze annähen. Bei diesem Modell, was ich schon genäht habe, habe ich unten eine Einfassung gemacht mit einem Jerseystreifen. Das geht auch. Oder ihr könnt den Rock einfach nur säumen, ohne irgendwas dran zu machen. Also da könnt ihr euch auslassen und könnt das gestalten, wie ihr möchtet. Ihr müsst dann halt nur überlegen, bei so einer Einfassung wird nichts dran genäht oder umgenäht, also da könnt ihr die Länge so lassen. Wenn ihr zum Beispiel eine breitere Spitze oder was dran näht, würde ich vielleicht von der Rocklänge ein bisschen wegnehmen. Oder wenn ihr was säumt, würde ich vielleicht ein bisschen Länge dran machen, dass ihr die umklappen könnt. Also da müsst ihr vielleicht nochmal schauen. Ansonsten, wie gesagt, ist das ein sehr universelles Schnittmuster und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. So, fertiges Röckchen beiseite. Wir fangen an mit dem Baumwollröckchen und starten ganz klassisch. Die Rockteile rechts auf rechts legen und die äußeren Seiten der Länge nach einmal zusammennähen. Kleiner Zickzackstich, Breite 2, Länge 2, wie immer. Und Nahtzugabe 1 cm. So, nachdem ich jetzt die beiden Seitennähte geschlossen habe, mache ich mit meinem Saum weiter. Und bei der heutigen Variante werde ich den Saum erstmal an der Markierung, also bei 1 cm nach links umschlagen. Und dann werde ich den Saum erstmal mit einem ganz groben Geradstich feststeppen.
Also größtmögliche Stichlänge, einfache Geradstich. Und werde diesen umgeschlagenen Saum einmal feststeppen, wie gesagt. Wenn er später richtig festgenäht ist, dann kann man diesen Faden ganz einfach wieder rausziehen. Es dient einfach nur, dass der Saum in Position ist. Und das bereite ich jetzt einmal vor. Also bei 1 cm umschlagen auf die linke Seite und dann einmal rundherum feststeppen. So, mein Saum ist vorgesteppt. Ich hoffe, man kann das im Video erkennen. Ich hätte vielleicht einen andersfarbigen Faden nehmen sollen. So sieht das Ganze von rechts aus. Und ich habe den Faden hier auch einfach lang raushängen lassen, weil wie gesagt, da ziehen wir ja nachher dran und entfernen den wieder. Also das stört erstmal nicht. So, und bei diesem Röckchen habe ich mich dafür entschieden, da unten noch was dran zu nähen. Und zwar ist das so eine Mischung aus Paspel und Spitze. Finde ich ganz niedlich. Und ich möchte das da jetzt so dran nähen, dass die Paspel unter dem Saum liegt und die Spitze dann so über den Saum drüber guckt. So. Und so werde ich die Spitze jetzt rundherum annähen und beim Annähen werde ich dann halt gleichzeitig den Saum nochmal festnähen. Und dann ist das hinterher alles zusammen schön vernäht und dann können wir diese Steppnaht entfernen. So, ich nähe das Ganze hier jetzt so ziemlich an der Oberkante der Spitze fest, damit die mir nicht immer umklappen kann. Und ich nehme einen kleinen Geradstich, Länge 2 und dann geht's los. Immer schön darauf achten, dass die Spitze so liegt, wie ihr sie festnähen möchtet. So, soweit so gut. Jetzt müssen wir noch das Bündchen nähen und anbringen und dann ist der Rock auch schon fertig. Also Rock zur Seite. Ich habe hier meinen Bündchenstreifen. Den lege ich rechts auf rechts der Länge nach zusammen, also dass die kurzen Seiten hier aufeinander stoßen. Und entlang der kurzen Seite nähe ich dann auch einmal das Bündchen zusammen. Wenn ihr das Bündchen an der kurzen Seite zusammengenäht habt, dann faltet ihr das so auseinander, streicht die Nahtzugabe auseinander und dann faltet ihr das Bündchen auf der Hälfte einmal nach oben. Bündchenschlauch. Schön darauf achten, dass hier oben die Kanten genau aufeinander liegen. Den Bündchenschlauch teilt ihr euch jetzt in 4 gleich große Stücke auf. Markiert ihr euch so mit Nadeln oder mit Klammern. Das gleiche habe ich hier bei meinem Rocksaum oben auch schon gemacht. 4 gleiche Stücke. Und jetzt nehmt ihr euren Rock auf links und platziert das Bündchen rundherum. Steckt es rein und platziert es rundherum. Und dort, wo ihr die Naht des Bündchens platziert, ist dann auch die Rückseite eures Rocks. Also das Schnittmuster macht da zwischen vorne und hinten keinen Unterschied.
Ich positioniere die Naht des Bündchens aber immer auf der Rückseite und dadurch habe ich dann halt auch die Rückseite des Rocks definiert. So, und dann legt ihr die Punkte jeweils aufeinander, die vier Punkte. Steckt euch das nochmal fest. Jetzt näht ihr die beiden Teile rundherum zusammen, indem ihr das Bündchen immer auf Spannung haltet. Auch das mache ich wieder mit einem Zickzackstich. Und das Bündchen so weit dehnen, dass es die Länge von dem Rockstoff hat. Haltet immer die Spannung zwischen zwei Punkten. Wenn ihr den nächsten Punkt erreicht habt, nehmt ihr euch den nächsten Abschnitt vor, wieder die Spannung halten und den nächsten Abschnitt zusammennähen. Und darauf achten, dass die Stofflagen schön genau aufeinander liegen. So, so sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Also der Rock ist hier oben schön gleichmäßig gerafft. Und ich werde jetzt noch die Nahtzugabe an den Rock annähen, dass sie nicht so vorsteht. Und dadurch habt ihr auch gleichzeitig nochmal eine gewisse Versäuberung, dass der Stoff nicht ausfransen kann. Also hier knappkantig nähe ich die Nahtzugabe jetzt an den Rock an. Und dabei halte ich wieder die gleiche Dehnung oder Spannung wie gerade beim Annähen des Bündchens. Also, das ist das Ergebnis der heutigen Nähaktion. Ein weiteres Sommerröckchen für unsere kleine Ella ist fertig. Und ja, ich finde, mit diesen beiden Beispielen, egal ob Baumwolle oder Jersey, das Schnittmuster funktioniert wunderbar mit beiden Arten von Stoffen. Und wie man sieht, je nachdem, was man für kleine Gestaltungsmerkmale nimmt, erzielt man ganz unterschiedliche Ergebnisse. Also da könnt ihr euch auslassen. Ihr könnt auch noch applizieren oder Zackenlitze annähen oder was auch immer. Also ihr habt alle Möglichkeiten. Mit diesem Basisschnittmuster, sage ich mal, was ich euch zur Verfügung stelle. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachnähen und vergesst vor lauter Nähen aber nicht den Sommer zu genießen. Beim nächsten Mal hoffe ich, seid ihr wieder mit dabei und dann gibt es weitere Sommerklamotten für die lieben Kleinen. Bis dahin, habt eine gute Zeit und bis bald!